So, dann nochmal wieder herzlich willkommen zum ESB-Tutorium. Wie ich letzte Woche ja schon gesagt hatte, ist kein Übungsblatt mehr vorgesehen. Also letzte Woche habt ihr das letzte Übungsblatt bekommen, was ihr dann hoffentlich in der Lage wart, bis gestern abzugeben oder zumindest auch zu bearbeiten. Und ja, wir machen jetzt nochmal so einen kleinen Ritt. Ich hatte jetzt nicht so viel Rückmeldung gekriegt, aber ich hatte da gesehen, dass wir, also das, was ich gesehen habe, habe ich dankenswert natürlich einmal geprüft. Und ja, wir würden jetzt einmal ein wenig durch das Semester rennen, ein wenig die Themen uns angucken. Ich habe mal eine kleine Themenliste hier rein für heute. Wie gesagt, für den heutigen Termin, grob die erste Hälfte des Semesters. Wir werden uns einmal nochmal angucken, wie war das mit Zahlensystem, wie war das mit dem Zweierkomplement, wie war das mit Binärzahlen, subtrahieren, multiplizieren, IEEE 754 Gleitkommazahlen, dann haben wir zyklisch-einschrittige Codes, Huffman- und Fanel-Kodierung, Entropie, RMF, also Reed-Muller-Form werden wir uns angucken, Hamming-Distanz, Fehlererkennung, Behebung, Shift statt Multiplikation. Das sind so die Themen erstmal für heute. Wir müssen ja noch was für nächste Woche lassen. Nein, Spaß. Wir müssen auch gucken, dass wir heute irgendwann Ende machen können. Wenn wir jetzt alles heute machen würden bei dem Termin, kämen wir ja gar nicht mehr durch. Genau. In die Tiefe können wir natürlich nicht so stark überall gehen. Also Idee ist, dass ihr oder dass wir einmal durchgehen, dass ihr dann vielleicht ein bisschen besser merkt, was habt ihr noch präsent und wo lohnt es sich sehr intensiv, sich nochmal mit zu beschäftigen vor der Klausur. Nichtsdestotrotz solltet ihr euch jedes Thema zur Klausur natürlich einmal anschauen. Was genau in der Klausur ist, drankommt, weiß ich nicht, will ich auch nicht wissen. Finde ich gut, dass ich es nicht weiß, dann kann ich immer raten und gehe so ein bisschen aus den Erfahrungen der letzten Jahre, was es sich lohnt, immer vorzubereiten. Ich weiß nicht, ob irgendwas jetzt angekündigt war konkret zu einem Thema wie einer Probeklausur. Ich weiß nicht, war da irgendwas Konkretes oder war das nur ein. Kennt ihr, habt ihr von früheren Jahren mal gehört? Okay. Genau, also es war in den letzten Jahren meistens so, dass es halt eine Probeklausur gab, die man sich selber mal unter klausurähnlichen Bedingungen durcharbeiten konnte. Und dann dementsprechend einen Besprechungstermin, wo Andreas Meder die dann besprochen hat. Wenn da jetzt noch nichts angekündigt ist, müsst ihr dann mal schauen, was entsprechend angekündigt wird, ob und wie. Und ansonsten, ja, werden wir auf jeden Fall jetzt auch was vorbereiten. Genau. So, schauen wir also mal, was da präsent, was da hängen geblieben ist. Ganz am Anfang fangen wir damit an. Wir haben eine Zahl, die sich laut nennt 19,625. Und wir sollen das Ganze erstmal in eine Binärzahl wandeln und dann Angabe von Oktalzahl und Hexadezimalzahl. Zweite Aufgabe wäre dann Angabe das Ganze als Binärzahl mit 8 Vorkomma und 3 Nachkomma stellen und dann wandeln in Zweierkomplement. Aber gucken wir uns erstmal den ersten Teil an. Also das Ganze in eine Binärzahl zu wandeln. Wir haben eine Dezimalzahl. Wie können wir eine Binärzahl daraus kriegen? Ihr kennt ein paar Methoden. Sehr gut, genau. Potenztabelle war das eine Verfahren, also im Endeffekt die ganzen Potenzen aufschreiben. Oder das Divisionsrestverfahren. Können ja mal mit dem Divisionsrestverfahren das machen. Das ist das, womit viele sich auch am wohlsten fühlen. Wie ging denn das Divisionsrestverfahren? Durch zwei teilen, fast. Also ja, Divisionsrestverfahren sagt ja quasi schon, dass man irgendwas dividieren muss. Aber nicht nur. Achtung auf die Zahl. Wir haben 19,625. Nee, nicht 19.000. 19,625 soll unsere Zahl sein. Genau, wir müssen aufpassen. Wir haben Vorkommastellen und Nachkommastellen, die wir unterschiedlich behandeln, je nachdem, ob sie vor oder nach dem Komma stehen. Vor dem Komma machen wir das, wie schon richtig gesagt eben, dass wir das durch zwei teilen. Dann kriegen wir da entsprechend ein Ergebnis raus.
so was wie 9 und schreiben dann den Rest auf. In dem Fall Rest 1. Rechnen mit unserem Ergebnis weiter, haben dann also 9 geteilt durch 2 gleich 4 Rest 1. 4 geteilt durch 2 ist gleich 2 Rest 0. 2 geteilt durch 2 ist gleich 1 Rest 0. Und enden tun wir bei den Vorkommastellen, wenn wir haben 1 geteilt durch 2 gleich 0 Rest 1. Ne, ihr erinnert euch vielleicht, dass ich ja auch gesagt hatte, am Ende des Divisionsrestverfahrens ist bei den Vorkommastellen das hier dann immer die Zeile, auf der wir enden. 1 geteilt durch 2 gleich 0 Rest 1. Das zu den Vorkommastellen. So, Nachkommastellen war dann genau umgekehrt. Das heißt, wir teilen nicht durch 2, sondern wir multiplizieren. Wir haben 0,625 mal 2 gleich. Okay, was kommt dabei raus? 0,625. Genau, 1,25 kommt dabei raus. Das heißt, wir würden 0,25 als Ergebnis aufschreiben und quasi einen Rest von 1. Also bei den Nachkommastellen multiplizieren wir mit 2 und das, was über 1 hinweggeht, das schreiben wir dann in den Rest. Also nein, wenn wir dann 1, irgendwas erreichen, dann schreiben wir Rest 1. Und das andere ist dann unser Ergebnis, mit dem wir weiterrechnen in der nächsten Zeile. So, das heißt, wir haben 0,25 mal 2 gleich 0,5. Jetzt haben wir nicht die 1 übersprungen im Ergebnis. Das heißt, wir haben einen Rest von 0. Und 0,5 mal 2 gleich 0 Rest 1. Das ist dann so die typische Zeile für unsere Nachkommastellen, dass wir eben auf 0,5 mal 2 gleich 0 Rest 1 kommen, beziehungsweise eben vor allem ein, wir haben hier ein Ergebnis von 0. Also im Endeffekt sind wir auf 1,0 gekommen. Damit beenden wir dann auch die Nachkommastellen. Okay, jetzt haben wir das Divisionsrestverfahren ausgeführt. Wir wollen ja eine Binärzahl raus haben. Wie kann ich denn jetzt aus meinen Rechenergebnissen auf die Binärzahl kommen? Ja, immer die Reste, richtig, aber in welcher Reihenfolge? Welcher Reihenfolge muss ich? Ja, genau. Also Vorkommastellen von unten nach oben. Nachkomma von oben nach unten. So, das heißt, wir hätten einmal 1, 0, 0, 1, 1 in den Vorkommastellen und 1, 0, 1 in den Nachkommastellen. Also bei den Nachkommastellen würde es jetzt hier keinen Unterschied machen, weil es zufällig beide Richtungen das gleiche ist. Aber bei den Vorkommastellen müssen wir aufpassen. Wenn ihr euch unsicher seid, dann könnt ihr sonst immer noch mal überlegen, in ganz kleiner Form, was ist jetzt eine Binärzahl, die ihr relativ schnell errechnen könntet. Also ihr könntet ja überlegen, okay, ich mache das Ganze im Kopf mal eben mit der 4, weil 4 in Dezimal ist ja dual die 1, 0, 0. Und wenn ich damit das Divisionsrestverfahren mache, dann hätte ich 4 geteilt durch 2 ist gleich 1, ist gleich 2 Rest 0. 2 geteilt durch 2 ist gleich 1 Rest 0 und 1 geteilt durch 2 ist gleich 0 Rest 1. Damit hätte ich quasi die unteren drei Zeilen hier einmal schnell durchgerechnet. Und ich muss ja die 1 haben an erster Stelle. Also damit hätte ich dann gesehen, okay, ich muss bei den Vorkommastellen
von unten anfangen, wenn ich mir unsicher gewesen wäre. Okay. Wir haben unsere Zahl als Binärzahl. Wie kriege ich denn jetzt am einfachsten Oktal- und Hexadezimalzahl raus? Da hatten wir auch was. Erinnert ihr euch noch, was wir dafür machen können für Oktal- und Hexadezimalzahlen? Vom Binärwert ausgehend. Wir können relativ schnell von einem Binärwert zu Oktal- und Hexadezimal kommen. Richtig. Wir können Bits gruppieren. Noch eine Idee, wie viele Bits wir jeweils gruppieren müssen? Genau, 3 für 8 und also 3 für Oktal und 4 für Hexadezimal. Das heißt, wir würden jetzt Bits gruppieren. Oktal. Genau, bei den Bits gruppieren, denkt dran, dass ihr da vom Komma aus das macht, nach vorne und nach hinten. Und gegebenenfalls dann auch mit entsprechenden Nullen auffüllt. Also nach hinten ist es einfach. Hätten wir 1, 0, 1, da haben wir nicht so viele Gruppen. Nach vorne 0, 1, 1 ist das direkt vorm Komma. Und dann haben wir ja noch die 1, 0 davor gehabt. Und hier würden wir jetzt quasi uns noch eine 0 dazu nehmen. Damit hätten wir Oktal 3 Gruppen. 0, 1, 0, 0, 1, 1 und 1, 0, 1. Und können dann die jeweilige Oktalentsprechung direkt ablesen. Also 1,0 ist eine 2, 1,1 ist eine 3. Wenn ich das jetzt wieder also von binär in Oktal dann einfach direkt rauslese. Und 1,01 ist die 5, das kann man nicht vergessen. Und damit wäre ich dann schon bei einer Zahl im Oktalsystem, ohne dass ich die komplette Zahl umrechnen muss. Einfach nur durch das Bits gruppieren und dann die entsprechenden Bitsgruppen ja, umwandeln. Das Größte, was ich haben kann, ist dann ja 1, 1, 1. Das wäre dann die 7. Das heißt, das kann man noch relativ gut im Kopf machen. So, das andere war Hexadezimal. Und wie schon richtig gesagt, das sind Vierergruppen. Das heißt, wir haben drei Nullen, die wir davor anfügen und eine 1. Und die zweite Vierergruppe ist dann 0, 0, 1, 1. Außerdem müssen wir bei den Nachkommastellen auch noch eine 0 einfügen. Würden dann das gleiche machen wie eben, die jeweiligen dualen Werte in Hexadezimalwert umwandeln. Das wäre dann eine 1, 3 vor dem Komma und 1, 0, 1, 0 nach dem Komma ist quasi ja dezimaler Wert 10 oder eben in Hexadezimal wäre das das A. Und damit hätte ich das dann auch schon umgewandelt. Gut, das wäre der erste Teil, Zahl umwandeln. Wenn ich jetzt nicht Divisionsrestverfahren eben genommen hätte, sondern Potenztabellenverfahren, das wäre natürlich auch gegangen. Das war dann das, wo ich dann sagen muss, 2 hoch, 2 hoch, plus 2 hoch, plus 2 hoch, also in unserem Fall wäre das dann 2 hoch 4 plus 2 hoch 3 plus 2 hoch 0. Müsste das dann gewesen sein für die Vorkommastellen plus 2 hoch minus 1 plus 2 hoch minus 3. Das wäre dann wären die entsprechenden Potenzen, die ich mir aus einer Potenztabelle ablesen würde. Und damit könnte ich das natürlich auch umwandeln. So, Teil B. Unsere Zahl, Angabe als Binärzahl mit 8 Vorkomma und 3 Nachkommastellen, danach wandeln ins Zweierkomplement. Erstmal die Frage 8 Vorkomma und 3 Nachkommastellen. Was muss ich also dann mit dem Ergebnis machen?
Ich soll das Ganze angeben als Binärzahl mit 8 Vorkomma und 3 Nachkommastellen, die 19,625. Genau, also muss ich im Endeffekt gucken, ob ich Nullen hinzufügen muss auf das grundlegende Ergebnis. Die Zahl war ja das hier. Ich habe im Moment 5 Vorkommastellen, ich soll 8 haben. Das heißt, ich würde entsprechend 3 Vorkommastellen hinzufügen. Und ich soll 3 Nachkommastellen haben. Die habe ich tatsächlich. Das heißt, das würde schon reichen. Genau, achtet einfach darauf. Das ist für mich einfach, oder soll einfach nochmal der Hinweis sein. Achtet darauf, was im Aufgabentext steht. Wenn da steht, dass das Ergebnis angegeben werden soll in einer bestimmten Art und Weise, mit bestimmt vielen Vor- und Nachkommastellen, dass ihr nicht Punkte verschenkt, nur weil ihr das eventuell überseht. Okay, dann kommen wir zu der Frage Zweierkomplement. Also wir sollten das angeben als Binärzahl mit 8 Vor- und 3 Nachkommastellen. Und danach, also das heißt, der nächste Schritt mit dem, was wir gerade gemacht haben, ist das Wandeln ins Zweierkomplement. Wie komme ich denn jetzt von einer Binärzahl ins Zweierkomplement? Wer weiß das noch? Was muss ich machen, um von einer Binärzahl, die in Zweierkomplement zu wandeln? Sehr gut, genau. Wir müssen einmal die Zahl invertieren. Wie heißt das, wenn ich die Binärzahl nur invertiere? Mit den Nullen? Wie bitte? Genau, also ich soll das jetzt hier mit der ganzen Länge machen. In dem Fall hieß es, dass wir es danach wandeln. Genau, aber wie heißt das, wenn ich erstmal nur invertiere? Das hat ja auch einen Namen. Ich habe meine Binärzahl und ich invertiere nur. Richtig, das Einerkomplement. Also alle Einsen werden zu Nullen, alle Nullen werden zu Einsen. Und dann, schon richtig gesagt, plus 1 auf letzte Stelle. Und bei dem Thema letzte Stelle ist es halt eben wichtig, dass ihr darauf achtet, wenn ihr eine Kommazahl habt, dass letzte Stelle heißt wirklich auch allerletzte Stelle. Also nicht einfach nur plus 1 addieren als auf das Ergebnis. Das wäre, dass ihr dann die 1 auf die Vorkommastelle addiert, sondern wirklich auf die letzte Stelle an dem Ganzen. Und damit hätten wir dann nämlich das Zweierkomplement gebildet. Es gibt noch andere Arten von Komplementen. Falls das irgendwie erwähnt wird, das Zehner- oder Neuner-Komplement. Also wenn wir im Dezimalsystem unterwegs sind, können wir genauso ja auch das Zehner- und Neuner-Komplement bilden. Wenn ich dann eine Zahl habe wie 1, 2, 3, 4, dann würde ich auf 8, 7, 6, 5 kommen. Durch das reine Invertieren beziehungsweise 8, 7, 6, 6 durch eine 1 auf die letzte Stelle. Gleiche Prinzip, einmal nur ganz kurz. Invertieren im Zehnerkomplement heißt, die 0 wird zur 9 und umgekehrt. 1 wird zu 8, 2 wird zu 7, 3 wird zu 6, 4 wird zu 5. Und jeweils eben umgekehrt. Das habe ich hier gemacht. 1, 2, 3, 4 wird zu 8, 7, 6, 5. Und dann eben eine plus 1 auf letzte Stelle. Und wenn man das etwas allgemeiner fasst, dann redet man davon, dass man erstmal das B-1-Komplement bildet.
Und dann das B-Komplement einer Zahl. So, das heißt also, wenn ich ein Zahlensystem mit einer gewissen Basis habe, in dem Fall hatte ich ja angefangen mit Einer- und Zweierkomplement. Basis des Dualsystems ist 2. Das heißt, ich würde das 2 minus 1, also Einerkomplement bilden. Das mache ich durch Invertieren, egal in welcher Basis ich unterwegs bin. Und danach komme ich dann ins B-Komplement, also beim Dualsystem B gleich 2, Zweierkomplement durch plus 1 auf die letzte Stelle. Und im Dezimalsystem oder auch Zehnersystem mache ich das gleiche. B minus 1 wäre ja 10 minus 1 ist 9, also 9er-Komplement kriege ich durchs Invertieren. Und B-Komplement durch plus 1 auf letzte Stelle, also B 10, 10er-Komplement würde ich dann entsprechend so hinkriegen. So, wer möchte, kann das auch nochmal mit Hexadezimal machen, aber dann braucht man, glaube ich, jetzt gerade nicht. Theoretisch geht das da genauso. Invertieren ist immer die größte und kleinste Ziffer miteinander und dann immer quasi weiter zusammengehen. Also ich würde 0 und F, würde ich in Hexadezimal anfangen, 0 und F, 1 und E und so weiter. Genau. Wahrscheinlich reicht es euch, wenn ihr mit Einer- und Zweierkomplement euch beschäftigt, aber da ich nicht weiß, was eventuell drankommt, dann lieber dann auf die Art und Weise auch nochmal 9er, 10er, B und B-1 Komplement gehört. Gut, das dazu dann. Schauen wir weiter. Wir haben zwei Dualzahlen. Wir wollen sie einmal subtrahieren und einmal multiplizieren. Fangen wir einmal an mit subtrahieren. Welche zwei Arten kennt ihr, Dualzahlen zu subtrahieren? Genau, also ich kann entweder mit dem Komplement addieren. Zweierkomplement haben wir aber eben ja auch gemacht, also lasse ich das mal weg. Und die andere Art und Weise ist das, was ich althergebracht kenne. Das kann ich natürlich auch machen. Wie ich es aus dem Dezimalsystem kenne, dass ich das einfach abziehe. Wenn nicht vorgegeben ist, wie ihr das machen sollt, also ob ihr das durch Addition des Zweierkomplements machen sollt oder ob ihr althergebracht quasi klassisch das Ganze subtrahieren sollt, könnt ihr euch das aussuchen. Kann aber auch natürlich auch sein, dass es vorgegeben ist. Also lest an der Stelle auch wieder die Aufgabenstellung genau. So, und dann ist es nicht verkehrt, noch einen Übertrag dazu sich zu machen als Platz. Beziehungsweise, wenn ihr Überträge habt in dem Ganzen, schreibt es ordentlich, macht es lesbar. 1 minus 1 ist 0. 0 minus 1 ergibt einen Rest von 1 und einen Übertrag von 1. 1 minus 0 wäre erstmal 1, aber ich ziehe den Übertrag noch ab und dann habe ich ja auch eine 0. Damit käme ich dann an die Kommastellen. 1 minus 0 bleibt 1. 0 minus 1 ist 1 und Übertrag 1. Muss ich mal gucken, jetzt habe ich hier gerade meine 1 durch die Gegend geschoben. Da muss sie bleiben. Und ich habe 1 minus 1 ist 0, aber ich habe auch noch den Übertrag von 1, den ich abziehe. Das heißt, ich habe nochmal den Übertrag von 1, den ich hier vorne abziehe. Und einen, der überbleibt. Und frage mich gerade, ob ich mich irgendwo verrechnet habe. Was passiert, wenn man das zu schnell macht? 1. Ja, sollte, glaube ich, hinhauen. So, gucken wir nochmal. Also 1 minus 1 ist 0.
0 minus 1 ist 1 Übertrag 1. 1 minus 0 minus Übertrag 1, also ist dann 1 minus 1 ist 0. 1 minus 0 ist 1. 0 minus 1 ist 1 mit Übertrag 1. Oder 1 mit Übertrag 1. 1 minus 1 und Übertrag, also im Endeffekt 1 minus 2 mal 1. Heißt, ich muss mir einen borgen und habe einen, der überbleibt, und ich ziehe hier ganz vorne den auch noch ab. So, ein bisschen verrutscht die Stellen, meine ich. Aber es sollte dann am Ende 1,1110 rauskommen. Genau, das also das klassische Subtrahieren. Wie ist das denn mit Multiplizieren? Wie mache ich das? Wie kann ich am besten Dualzahlen multiplizieren? Oder wie funktioniert das? Genau, so wie man es kennt, stellenweise untereinander, nebeneinander schreiben. 1,1101 mal 110,011. Oder auch mit dem Begriff schriftliche Multiplikation, wie man es aus der Schule dann auch manchmal als Bezeichnung vielleicht gehört hat. Genau, im Dualsystem relativ einfach. Ich kann dann jeweils Stelle für Stelle gucken, ob ich die nun habe oder nicht habe. Muss natürlich beim Aufrücken, beim Einrücken aufpassen. Das heißt, ich habe einmal die erste Zahl. Genau, also hier wären prinzipiell natürlich die Nullen noch dazwischen. Also 1, 2, 3, 4, 5 mal. Drei, vier, genau, eine fehlt noch. Diese Nullen würde ich normalerweise nicht schreiben, weil ich das ja entsprechend einrücke, aber implizit sind sie halt mitgedacht. Also das kennt ihr vielleicht auch genauso aus dem Dezimalsystem, wenn ihr schriftliche Multiplikation da gemacht habt. Da werden da auch keine Nullen hingeschrieben. Aber sie sind, das ist richtig, natürlich sind die Stellen um entsprechende vielen Nullen eingerückt. So. Das heißt, hier hätten wir vier Nullen. Tue die mal wieder zurück hier. Ach so, ich bin jetzt natürlich, ja, super. Jetzt habe ich mich, nicht böse sein, jetzt habe ich mich von den Nullen so ein bisschen ablenken lassen. Aber natürlich will ich ja eigentlich auch gucken, ob ich die Zahlen nun brauche oder nicht, weil vielleicht brauche ich sie ja gar nicht. Also die erste Zeile, die brauche ich. Das ist die hier. Dann die 1. Das heißt, dann habe ich sie nochmal. Dann die 0. Das heißt, hier ist nichts. Weg damit. Null mal die Zeile. Ich kann jetzt natürlich auch entsprechend dann eine gewisse Anzahl Nullen da reinschreiben. Das jetzt mal mit einer Null. Dann sind wir bei der Null. Das heißt, hier haben wir nochmal nicht das Ganze. Weil irgendwas mal Null ist ja schließlich Null. Und dann haben wir noch zwei Einsen. Das heißt, hier eingerückt um einen und einmal die Zahl selber. Wenn ich das Ganze habe, dann kann ich die zusammenrechnen. Und ich spare mir jetzt mal gerade den Übertrag. Und das Ergebnis ist dann, wenn ich mich nicht vertippt habe oder verrechnet habe,
Oder jetzt war ich schon wieder eins zu schnell. 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1. Und jetzt habe ich ja nicht irgendwelche Dualzahlen nur hier genommen und multipliziert, sondern ich habe welche multipliziert, die Nachkommastellen haben. Also ich habe einmal drei Kommastellen und ich habe einmal zwei Kommastellen. Und dafür muss ich dann eben schauen, dass ich da die ursprünglichen Nachkommastellen addiere. Und das heißt, ich hatte drei und zwei Nachkommastellen, die ich multipliziert habe. Das heißt, ich habe jetzt fünf Nachkommastellen. Gut. Soweit. Also die Multiplikation im Dualsystem. Die beiden Sachen sollten auf jeden Fall sitzen, werden auch immer irgendwie ja vielleicht vorkommen, größere oder kleinere Aufgaben. Und wenn wir Dualzahlen haben, dann kann es ja sein, dass wir hatten hier schon Kommas oder Kommata, dann können wir noch bestimmte Zahlenformate haben von Zahlen mit Kommata. Es gab da ein, ja, ein bestimmtes Format und zwar also das habe ich hier gar nicht sogar hier drin stehen. Also, wir haben Dezimalzahlen, die sollen als normalisierte 32-Bit-Gleitkommazahl angegeben werden sollen, angegeben. Wobei ein Bit dann für das Vorzeichen, 8 Bit für Exponent in Exzess 127 und 23 Bit für die Mantisse. Und es reicht, die höchsten oder ersten 8 Bit anzugeben. Wie hieß denn das Zahlenformat? IEEE und irgendeine Zahl. Ja, schon fast. Weiß irgendwer anders, vielleicht auch aus dem Chat, welche das war? IEEE irgendwas. Was war denn das irgendwas? IEEE 754, genau, richtig. Genau, meistens habt ihr es dann eher, dass es in der Aufgabenstellung steht, dass ihr Angabe nach IEEE 754 machen sollt. Und falls es nicht explizit angegeben ist, solltet ihr euch da hoffentlich dran erinnern, dass IEEE 754 heißt, ein Bit für das Vorzeichen, 8 Bit für den Exponenten in Exzess 127 und dann der Rest für die Mantisse. Und hoffentlich steht dann da, dass ihr nur die ersten oder höchstwertigsten 8 angeben sollt oder sowas. Wenn es eine 32-Bit-Gleitkommazahl ist, dann sind es 23-Bit für die Mantisse. Habt ihr eine 64-Bit-Gleitkommazahl nach IEEE 754, dann habt ihr natürlich potenziell noch viel mehr Bit für die Mantisse. Aber das Prinzip ist das gleiche. Genau. So, das heißt, was muss ich denn als erstes machen, wenn ich hier eine Zahl habe? Ich soll das mit der 10 machen. Fangen wir mit der 10 an. Eine Dezimalzahl in eine normalisierte 32-Bit-Gleitkommazahl. Was mache ich da? Oder welche Schritte muss ich da machen? Irgendwelche Gedanken noch? Irgendwas hängen geblieben? Okay, das sind zwei gute Punkte gewesen. Das eine ist das Vorzeichen. Das ist richtig. Da müssen wir gucken, das können wir recht einfach ablesen und wir müssen normalisieren. Okay, gut. Gucken wir uns das mal an. Also, wir haben die 10 im Dezimalsystem, wäre 1010 im Dualsystem. Wir müssen das Ganze normalisieren. Normalisieren heißt, was heißt nochmal normalisieren? Wofür steht das? Richtig, 1, bla bla bla. Also es darf nur genau 1, also eine 1 vorm Komma stehen und nicht mehr davor. Das heißt, ich würde jetzt das Komma nach links verschieben.
Also aus 1010 mache ich jetzt 1,010 und der Wert der Zahl soll sich ja nicht verändern. Das heißt, ich muss den Exponenten anpassen. Da ich meine Zahl kleiner gemacht habe hier, muss mein Exponent größer werden, damit das sich wieder aufhebt. Ich habe drei Stellen nach links verschoben. Das heißt, von mal 2 hoch 0, also quasi mal 1, bin ich auf mal 2 hoch 3 gegangen. So, 2 hoch 3. 3 ist ja die in Dual 1, 1. Das heißt, ich habe einen Exponenten von ja, 1, 1 oder 3. Was muss ich denn jetzt machen, um den für die Zahlenformat zu bekommen? Also die 1, 1 oder auch meinetwegen in 8-Bit. Das ist ja noch nicht mein Exponent, wie ich ihn wirklich dann am Ende brauche im Zahlenformat. Was muss ich noch machen? Ja, wir haben noch Exzess 127, genau. Das heißt, ich muss dran denken, dass ich nochmal plus 127 rechne. Und 127, na, ist eine 0 mit 7 Einsen. Heißt, mein Exponent ist dann am Ende 1 0 0 0 0 1 1 0 müsste das dann sein. So, schreiben wir es nochmal dazu, wegen Exzess 127. So, und diese Exzess 127 müsst ihr auch berücksichtigen, wenn jetzt hier nicht explizit stehen würde, 8-Bit-Exponent in 127 Darstellung, sondern auch dann natürlich, wenn es nur heißt nach IEEE 754, weil das eben die Definition von IEEE 754 ist, dass der Exponent in Exzess 127 Schreibweise steht oder Darstellung steht. Gut. Damit haben wir den Exponenten. Vorzeichen hatten wir eben schon gesagt, das können wir ablesen, das ist positiv. Was ist denn dann mein Vorzeichen, wenn eine Zahl positiv ist? 0, genau. Denn das Vorzeichen Bit ist ja nur dann gesetzt, wenn meine Zahl negativ ist. Ist sie nicht, sie ist positiv, das heißt, ich habe Vorzeichen 0. Und meine Mantisse, wo lese ich die jetzt ab? Ich habe schon alles so weit, dass ich die Mantisse eigentlich ablesen kann, aber wo finde ich sie? Genau, also meine Mantisse lese ich ja hier oben ab, aus dem, was ich mit dem Exponenten multipliziere. Die 1 ist implizit, genau, dadurch, dass ich in IEEE 754 immer normalisiere meine Mantisse oder meine Zahl, weiß ich, dass es immer 1, irgendwas ist. Dadurch brauche ich die 1 nicht abspeichern, die vorm Komma steht, und kann tatsächlich dann ein Bit mehr für die Nachkommastellen verwenden. Ich würde anfangen mit 0, 1, 0 und dann auf die entsprechende Anzahl an Bits auffüllen. Wenn die Mantisse 23 Bit hat, dann würde ich auf 23 Bit insgesamt gehen. Da es aber heißt, die ersten 8 Bit reichen hier, dann würde ich nur entsprechend auf 8 Bit auffüllen. Und dann kann ich das Ganze zusammenbauen. Ich habe die 0 für das Vorzeichen. Ich habe meinen Exponenten und meine Mantisse.
gucken wir uns das Ganze nochmal mit einer negativen Zahl an, also minus 0,375. Vorgehen muss ich relativ ähnlich machen. 0,375 ist in Dual 0,011. Das muss ich dann natürlich auch wieder normalisieren. In dem Fall muss ich das Komma nach rechts verschieben, nicht nach links wie eben, sondern jetzt nach rechts. Komme dann auf 1,1 mal, ich habe das Komma halt um 2 nach rechts verschoben, das heißt auf mal 2 hoch minus 1, minus 2, Entschuldigung, ich habe es überhaupt von 2 hoch 0 auf 2 Stellen nach links verschoben. 2 Stellen nach links, 2 Stellen nach rechts, meine Güte, so. Das heißt, ich hätte grundsätzlich einen Exponenten von minus 1, 0. Und ich muss natürlich die 127 addieren. Also ist es dann einfacher zu sagen, ich habe meine 127 und ich ziehe davon meinen Exponenten ab, sodass in der Exzess-127-Darstellung ich auf. Oh, da fehlt eine 1. Ich auf 0, 5 mal die 1, 0, 1 komme, wenn ich mich nicht vertan habe. So, Vorzeichen, weil jetzt eine negative Zahl ist, ist dann 1. Und damit kann ich dann auch wieder das alles zusammenbauen. Bedeutet, ich habe. Das war nicht so geplant. So. Ich habe meine 1 fürs Vorzeichen. Ich habe meinen Exponenten. Und ich habe meine Mantisse. Genau, das dann also für IEEE 754. Also merkt euch das mit der Exzess-127-Darstellung. Dann, wie gesagt, guckt, dass ihr die Zahl in die Dualzahl wandelt und normalisiert das Ganze. Dadurch wird sich euer Exponent natürlich dann auch einmal vorverschieben, bevor ihr die 127 addiert. Und aus der normalisierten Zahl könnt ihr direkt die Mantisse ablesen. Vergesst das Vorzeichen-Bit nicht und dann ist eben die Reihenfolge 1-Bit-Vorzeichen, 8-Bit für den Exponenten und dann eben die ja, angegebene Anzahl an Bit für die Mantisse. Genau, wenn keine Fragen sind, mache ich sonst gleich weiter. Also es gilt jetzt auch für das Ganze, ne? Wenn ich gehe sonst immer stückweise weiter, außer euch kommen noch irgendwie Fragen an der Stelle dazu. Wir springen ein bisschen zu Codierung. Und zwar die Frage, welcher dieser Codes ist zyklisch bzw. einschrittig? Ja, ihr erinnert euch, wir hatten das. Es gab irgendwie dieses rekursive Verfahren aus der Vorlesung, womit eine gewisse Anzahl an Codes, also ein Binärcode, mal erstellt werden sollte. Und dann sollte eine geeignete Anzahl Codewörter rausgelesen werden und trotzdem sollte der Code noch einschrittig sein, etc. etc. Okay, um dann zu wissen, welcher Code oder welche Codewörter ihr geschickt auswählen könnt, sollten wir uns vielleicht ja auch anschauen, was heißt denn zyklisch bzw. einschrittig? Vielleicht erstmal zyklisch. Was ist, wenn ein Code zyklisch ist? Stimmt, du hast recht. Lass uns lieber mit einschrittig anfangen. Ja. Genau, richtig. Also von einem Codewort zum nächsten, so viele Bits, wie sich da ändern, das ist dann die Schrittigkeit. Wenn sich dann von ersten zum zweiten ein Bit ändert, dann ist es einschrittig. Also wenn das dann von einem Codewort zum nächsten jeweils gilt. Und wenn das Ganze dann auch noch vom letzten Codewort zum ersten wieder gilt, dann ist es zyklisch.
Und ja, gegebenenfalls einschrittig, wenn das alles dann tatsächlich einschrittig ist. Gut, gucken wir uns an. Was ist denn hier mit Code A? Ist der zyklisch, einschrittig oder beides oder gar nichts? Null eins, null null, eins null eins eins. Zyklisch, einschrittig, beides, gar nichts. Was ist es? A und B sind beides. Schauen wir mal. 0, 1 ist vom ersten zum zweiten ändert sich die zweite Stelle. Vom zweiten zum dritten ändert sich die erste Stelle. Vom dritten zum vierten ändert sich die letzte Stelle. Und vom vierten zum ersten ändert sich die erste Stelle. Das heißt, wir haben eine Einschrittigkeit, die zyklisch ist. Okay. Dann schauen wir mal. Wir haben beim zweiten, da war jetzt auch der Vorschlag, dass beides gilt, einschrittig und zyklisch. 1, 0, 0 zu 1, 0, 1. Da ändert sich die dritte Stelle. Dann vom zweiten zum dritten Codewort ändert sich eine Stelle, nämlich die zweite. Vom dritten zum vierten Codewort ändert sich eine Stelle, nämlich die letzte. Und vom letzten Codewort zum ersten Codewort ändert sich eine Stelle, nämlich die erste. Das ist richtig. Das heißt, es ist einschrittig und zwar ist es auch vom letzten zum ersten. Damit ist es alles einschrittig und zyklisch. Was ist denn mit C, dem dritten hier? Was haben wir hier vorliegen? Zyklisch, einschrittig, beides oder gar nichts? Weder noch. Okay. Okay, schauen wir uns das mal an. Also, am einfachsten ist ja immer zu gucken, was ist von einem Codewort zum nächsten. Hypothese ist jetzt, dass also es ist auf jeden Fall nicht einschrittig, wurde gesagt, und damit wahrscheinlich auch nicht zyklisch. Schauen wir uns das mal an. Also, vom ersten zum zweiten Codewort ändert sich die zweite und die vierte Stelle. Das sind also 2 Bits. Das heißt, wir haben eine Zweischrittigkeit vom ersten zum zweiten Codewort. Vom zweiten zum dritten Codewort ändern sich die erste Stelle und die zweite Stelle. Dritte und vierte bleiben gleich. Das heißt, wir haben 2 Bit, die sich vom zweiten zum dritten Codewort ändern. Das heißt, das wäre auch zweischrittig, dieser Sprung. Damit haben wir von dem ersten zum zweiten zum dritten Codewort durchgehend eine Zweischrittigkeit. Soweit schon mal richtig, also kein einschrittig. Wenn, dann ist der Code zweischrittig. So, schauen wir uns nochmal an, was bedeutet das von dem letzten zum ersten? Ich habe vom letzten zum ersten Codewort ändert sich die erste Stelle und die letzte Stelle. Das heißt, es sind auch hier wieder 2 Bits, die sich vom letzten Codewort zum ersten Codewort ändern. Das heißt, wir wären hier zwar nicht einschrittig, aber wir wären zyklisch, weil wir zweischrittig zyklisch sind in dem Fall. Und da müsst ihr halt eben schauen in den Aufgaben, wonach gefragt ist, ob denn jetzt explizit beides gelten muss, einschrittig und zyklisch. Wir können einen Code haben, der zyklisch ist, aber nicht unbedingt einschrittig ist, wenn er dann halt eine entsprechende Länge hat. Er kann zyklisch sein, also die Frage war, wie kann er zyklisch sein, wenn er nicht einschrittig ist? Weil wir zweischrittig sind in dem Fall. Wir haben durchgehend zweischrittig. Das können wir natürlich auch haben. Wir könnten auch dreischrittig zyklisch oder vierschrittig zyklisch haben. Solange nicht irgendwo einschrittig zyklisch gefordert wird als Gesamtes, wäre das eben, dann wäre er zyklisch, aber er ist nicht einschrittig. Das ist der wichtige Unterschied.
Einschrittig ist er auf gar keinen Fall. Das. Wie bitte? Genau, also wenn er jetzt irgendwie vom ersten zum zweiten Codewort ein Bit Unterschied hätte, vom zweiten zum dritten Codewort 3 Bit Unterschied und vom letzten zum ersten ein oder drei, dann wäre es halt nicht zyklisch, weil das halt unterschiedliche Codewortabstände sind. Oder wenn ich jetzt vom ersten zum zweiten zweischrittig hätte, vom zweiten zum dritten zweischrittig und dann vom letzten, also dem dritten, zweiten, dritten, vom dritten zum ersten einschrittig hätte, stattdessen, statt zweischrittig, dann wäre es auch nicht zyklisch. Weil dann hätte ich zweischrittig untereinander, dann wäre es immer noch ein zweischrittiger Code, aber es wäre kein zyklisch zweischrittiger Code. Genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier den ersten auch nehmen würde, und das letzte rausnehme, das letzte Codewort, dann hätte ich das jetzt zwar immer noch einschrittig, aber dann hätte ich jetzt den Zyklus rausgenommen, weil jetzt vom letzten Codewort zum ersten 2 Bits sich unterscheiden, nämlich das erste und das zweite Bit. Damit ist er einschrittig, aber nicht mehr zyklisch. Gut. Im Rahmen der Codierung gab es Codierung nach Huffman und Codierung nach Fano, die eine bestimmte Bedingung erfüllen. Wie heißt die Bedingung und was sagt sie quasi aus? Erinnert ihr euch noch? Genau, die heißt Fano-Bedingung, ja. Wow, schon mal die halbe Miete. Richtig, genau. Wenn eine Codierung die Fano-Bedingung erfüllt, dann ist kein Codewort der Beginn eines anderen Codewortes. Beste Gegenbeispiel ist der Morse-Code, weil ich glaube, E war kurz einfach nur und es gibt dann auch genug andere Codewörter im Morse-Code, die irgendwie kurz, lang, kurz, kurz, lang oder kurz, kurz, kurz oder ähnliches sind. Genau. Präfixfreiheit kann man das auch nennen. Also so ein Beispiel gegen die Fano-Bedingung ist der Morse-Code. Wenn wir eine Codierung mit Erfüllung der Fano-Bedingung haben wollen, dann können wir zum Beispiel eben diese Codierungsvarianten nach Huffman oder nach Fano machen. Huffman war das, da erinnert ihr euch vielleicht? Das, wo ihr sehr viel zeichnen müsstet. Das war das mit den Bäumen, genau. In beiden Fällen, Huffman und Fano, müsst ihr als erstes ja die Wahrscheinlichkeiten, die ihr habt, sortieren. Insofern jetzt die 50-50-Bedingung. Wenn ich eine Codierung nach Huffman habe, sortiere ich vom kleinsten zum größten oder vom größten zum kleinsten? Eine Codierung nach Huffman. Wer weiß das? Wer traut sich das? Oder wer hat das eben schnell nachgeschlagen? Codierung nach Huffman. Welche Reihenfolge? Womit fange ich an? Okay, dann sonst helfe ich euch da mal. Also bei Codierung nach Huffman fangen wir an mit dem kleinsten Element. Also wir sortieren vom kleinsten zum größten Element am Anfang. Das heißt,
Ich hatte A mit 0,1, dann habe ich B mit 0,2, dann habe ich D mit 0,3. Und schließlich C mit 0,4. Wenn ich jetzt für die Hafenencodierung die Sortierung gemacht habe, was ist der nächste Schritt, den ich machen muss? Die beiden kleinsten Elemente zusammenfassen. Genau. Die beiden kleinsten Elemente sind A und B. Das heißt, ich habe ein neues Element darüber, was sich aus der Summe der Wahrscheinlichkeiten zusammensetzt. Das sind dann 0,3. Wenn ich wie hier jetzt einmal D mit 0,3 habe und gleichzeitig aber auch ein zusammengesetztes Element, dann kann ich entscheiden, ob ich lieber das eine oder das andere nach vorne setze. Okay, kleinen Moment, irgendwie suche ich gerade. Wo ist denn mein Werkzeug hin? Mein Pinsel ist weg. Na gut. Oder mein Stift. Nur lieber einen Stift hier. So, unter der 0,3 sind ja einmal das Element A und das einmal Element B mit jeweils ihren Wahrscheinlichkeiten. Na, also ich fasse das zusammen, die beiden kleinsten Elemente. Ich sortiere dann das zusammengefasste Element ein in die restlichen Elemente. Dabei kann es sein, dass ich dann halt das ja irgendwie auch nochmal anpassen muss in die Sortierung. Wenn das jetzt irgendwie 0,35 gewesen wäre, hätte ich es ja einen weiter nach rechts auf jeden Fall tun müssen. Und dann mache ich die gleichen Schritte nochmal. Ich sortiere, füge wieder die beiden kleinsten zusammen. Das heißt, ich käme auf 0,6. Habe dann einmal die 0,3 als zusammengefasstes Element, wo immer noch mein A und B dran hängen. Und auf der rechten Seite D mit 0,3. Muss hier jetzt C das Element noch wieder einsortieren. Jetzt habe ich hier 0,6. Das heißt, C würde links davon sein. Und am Ende natürlich nochmal das Ganze zusammenfügen. Dann hätte ich an der Wurzel die Wahrscheinlichkeit 1. Das ist das, was ich dann meistens auch als Wurzelknoten am Ende habe, außer die Aufgabe ist sehr ungleichmäßig gestellt. So, und während ich den Baum hier noch zu Ende male und darüber fluche, dass das ein bisschen dauert, den zu malen, wisst ihr ja selber, könnt ihr mir schon mal sagen, wie ich die Kodierung daraus ablesen kann aus dem Baum. Wenn ich jetzt fertig bin, ich habe alle Elemente einsortiert, Wurzelknoten ist die 1. Wie kann ich jetzt meine Kodierung ablesen? Na, ich habe ja hier meine Elemente A, B, C und D. Ich will ja irgendwie auf eine Kodierung kommen dafür.
Genau, also die Äste benennen und wie hier im Chat auch steht, links jeweils die 0, rechts die 1. Einmal da dran. Und wie hier auch richtig gesagt, kann ich dann die Äste bis zu den Elementen durchgehen und würde dann das Ganze ablesen. Das heißt, C ist relativ einfach, ist einfach nur 0. Dann wähle ich den rechten Ast runter, ist 1, 0, 0 zum A. 1, 0, 1 zum B und 1, 1 zum D. So, und jetzt gucken wir uns nochmal an. Wir hatten eben ja gesagt, eine Codierung nach Huffman erfüllt die Fano-Bedingung. Eine Fano-Bedingung bedeutet, dass kein Codewort der Anfang eines anderen Codewortes ist. Und dann prüfen wir mal, ob das auch stimmt. Insbesondere mit sowas Augenscheinlichem wie 0. Also C hat das Codewort 0. Und wir haben tatsächlich kein anderes Codewort, was mit 0 anfängt. D ist das Codewort 11. Und wir gucken uns die anderen drei an. Wir haben kein Codewort, was mit 11 anfängt. Und wenn wir uns auf A und B das anschauen, dann sehen wir ja auch, da ist kein anderes Codewort vorhanden, was damit anfängt. Erfüllt also die Fano-Bedingung. Und ja, was auch die Fano-Bedingung erfüllt, ist eine Codierung nach Huffman. Da sortieren wir jetzt nicht nach dem kleinsten Element, sondern da ist genau ja das Umgekehrte. Gucken, ob ich das hier noch nebenkriege. Fangen wir mit dem größten Element an. Okay. So, jetzt habe ich meine Elemente beginnend mit dem größten Element sortiert. Eine Codierung nach Fano jetzt. Was muss ich machen? Wisst ihr noch, was ich da gemacht habe? Was mussten wir da tun, als wir, oder was wurde erklärt, wenn man eine Codierung nach Fano angeben soll? Genau, die Wahrscheinlichkeiten in zwei möglichst gleich große Mengen unterteilen, ohne die Reihenfolge zu ändern. Genau, wir wollen jetzt quasi, wir haben ja sortiert, wir dürfen die Reihenfolge jetzt nicht mehr anfassen, das ist ganz wichtig. Die Reihenfolge ist fix für den Rest. Und jetzt versuchen wir, da unsere Menge der Elemente, oder eigentlich ist es jetzt mehr eine Reihe der Elemente, weil wir dürfen ja da nichts mehr irgendwie an der Reihenfolge ändern, einmal zu teilen, um dann zwei Teilbereiche von möglichst gleich großer Wahrscheinlichkeit zu haben. So, und da muss man dann immer ein bisschen gucken. 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Also wenn ich C und D zusammennehmen würde, hätte ich links 0,7 und rechts 0,3. Wenn ich zwischen B und A teilen würde, hätte ich links 0,9 und rechts 0,1. Das ist definitiv deutlich unausgeglichener. Gucken wir mal. Also 0,7 und 0,3 wenn ich in der Mitte. Und wenn ich links teile hier beim C 0,4 und links und 0,6 rechts. Okay, 0,4, 0,6 ist ausgeglichener als 0,7, 0,3. Das heißt, ich würde zwischen C und D teilen. Dann heißt das für mich, dass ich auf der einen Seite links auch schon mal anfangen kann, die Codierung mit dazu zu ergänzen. Auf der linken Seite würde ich mit 0 anfangen. Da ich nur ein Element habe, weiß ich, ich brauche die Gruppe nicht weiter aufteilen. Auf der rechten Seite würde ich mit 1 anfangen und da ich noch mehr Elemente habe, werde ich aufteilen müssen. Das heißt, hier ist eine führende 1 für die rechte Seite. Jetzt gucke ich mir das an, würde die rechte Seite teilen. Also habe hier ja D, B und A.
Das kann ich tatsächlich in der Mitte sehr gleichmäßig aufteilen, dass ich links 0,3 habe, rechts 0,3 habe. Viel gleichmäßiger geht es eigentlich gar nicht. Wieder das Gleiche. Links wird gleich eine 0 kommen, rechts wird eine 1 kommen. Auf der linken Seite weiß ich, dass ich ja schon was davor habe. Ups. Und links ist nur ein Element, das heißt, das werde ich gleich nicht mehr teilen müssen. Auf der rechten Seite hatte ich auf jeden Fall schon ein Bit davor. Und ich habe zwei Elemente, also mehr als eins, das heißt, ich werde es noch teilen müssen. Das heißt, für den nächsten Schritt gucke ich auf der rechten Seite weiter, teile zwei Elemente. Zwei Elemente kann ich dann nur noch in der Mitte teilen. Ende links auf 0, Ende rechts auf 1. Und kann wieder meine Codierung ablesen. Machen wir mal einen kleinen Test. Wer kann mir sagen, was jetzt meine Codierung für das B ist? Welchen Wert hat das B in der Codierung, die ich jetzt entworfen habe? Element B. Welche Codierung habe ich dafür jetzt? Eins, eins, null. Genau, weil ich würde ja jetzt von oben einmal gehen. B ist hier unten, also hat eine führende 1. Danach folgt eine weitere 1 und dann endet es auf einer 0. Das kann ich bei den anderen genauso machen. Das heißt, A hat eine führende 1, eine folgende 1 und endet auf einer 1. C ist einfach die 0. Und dann haben wir noch D. D beginnt auf einer 1 und endet auf einer 0. Und damit habe ich eine Codierung nach Fano angegeben, die zusätzlich auch noch die Fano-Bedingung erfüllt. Also wieder das Gleiche. Ich kann es ja wieder prüfen. Kein Codewort ist der Beginn eines anderen Codewortes. Genau, die beiden Varianten gibt es. Wahrscheinlich müsst, also normalerweise muss man in der Klausur immer nur eine von den beiden machen, aber da wir nicht wissen, welche eventuell gefragt wird, oder Andreas Meder überrascht mich und ihr müsst beide können, dann habt ihr hoffentlich jetzt eine bessere Vorstellung davon, wie ihr das machen müsst. Wichtig ist halt, dass ihr euch, also Huffman kann man vielleicht noch, Huffman-Huffman-Bäume sich erinnern, dass da Dinge gemacht werden. Fano eben dieses Aufteilen in ungefähr gleich große Wahrscheinlichkeiten. Was ihr euch halt einmal merken müsst, ist, dass ihr zum Beispiel dann euch merkt, bei Huffman beginne ich dann mit dem kleinsten Element. Also ihr müsst euch, das müsst ihr euch tatsächlich merken, für einen von beiden, wie ihr die Sortierung macht und dass das andere genau andersrum sortiert ist. Die Frage, ob man diese Aufteilungsvariante, diese schriftliche, auch bei Huffman machen könnte, statt Bäume zu malen. Ich glaube, du kommst bei Huffman-Kodierung nicht um Bäume rum. Auch wenn ich die Frage gut nachvollziehen kann, weil Bäume malen in der Klausur Zeit kostet. Das stimmt. Insofern macht es zumindest, versucht die Bäume sauber zu malen, dass ihr nicht irgendwie sie zweimal malen müsst, weil dann verliert ihr halt tatsächlich relativ schnell viel Zeit. Ja, aber also der Standard ist tatsächlich, die Bäume zu malen für eine Kodierung nach Huffman. Man könnte sich jetzt vorstellen, das auch anders aufzuschreiben, aber ob das dann verstanden wird, wenn ihr da jetzt anfangt, irgendwelche Gruppen zusammen in Klammern zu setzen. Nee, also in der Klausur müsst ihr tatsächlich schon die Bäume malen. Bei Fano ist das von der Aufteilung so in Ordnung. Also hätte ich jetzt gesagt, das ist, da sind auch keine Bäume, die man malt, sondern man fängt halt eben an und man teilt dann die Gruppen entsprechend auf, dass man schaut, wie man die Wahrscheinlichkeiten aufteilt.
und dann halt jeweils zuordnet, wo dann jetzt welche Bits dann, also mit 0 oder dann mit 1, das dann weitergeht. Okay. Dann, ja, wenn wir schon im Bereich Codierung sind, nochmal eine zurück, ja. Dahin? Nein? Okay. Genau, wenn wir im Bereich der Kodierungstheorie sind, dann erinnert ihr euch vielleicht, dass wir auch so Dinge hatten wie Entropieberechnung. Waren auch noch so ein paar andere Dinge mit Erwartungswert etc. Redundanzberechnung, das gab es da auch. Entropieberechnung. Das heißt zum Beispiel, wir haben eine Aufgabe wie zu berechnen, ist die Entropie vom Wurf einer präparierten Münze und ein Zehntel aller Würfe ergibt Kopf. Also wenn jemand so eine Münze hat, bitte spielt nicht mit dem, weil der hat die ganz schön böse präpariert. Normalerweise hätten wir ja eine Gleichverteilung, aber hier ein Zehntel aller Würfe ergibt Kopf. Ich habe noch ein paar Hinweise mit dazu gegeben. Also Logarithmus zur Basis 2 von ein Zehntel entspricht etwa minus 3,3. Wir erinnern uns so ein bisschen, ne? Die Logarithmusfrage war immer Logarithmus zur Basis 2 von beispielsweise 10 war ja die Frage, 2 hoch wie viel ergibt 10? Und wenn ich dann 2 hoch 3,3 ungefähr habe, dann würde das 10 ergeben. Jetzt habe ich aber ein Zehntel, also habe ich dann minus 3,3. Genau, weil ihr werdet in der Klausur ja keinen Taschenrechner haben. Das heißt, entweder wird so eine Aufgabe, wenn ihr eine Entropie berechnen sollt, entweder wird euch ein Annäherungswert gegeben, damit ihr den Wert benutzen könnt, je nachdem, wie komplex die Aufgabe ist, oder ist es so, dass ihr es zumindest abschätzen könnt. Deswegen immer dran denken, Logarithmus zur Basis 2 von irgendwas, also auch sowas wie Logarithmus zur Basis 2 von 8 heißt halt 2 hoch wie viel ergibt 8. Das ist das Ergebnis, was gesucht wird. 2 hoch 3 ergibt 8. Und wenn ich irgendwelche anderen Werte habe, dann kann man entsprechend versuchen, das Ganze abzuschätzen. Also gleichzeitig gibt es noch Logarithmenrechenregeln. Also wenn ich sowas habe wie Logarithmus zur Basis 2 von x mal y, dann ist es das gleiche wie Logarithmus zur Basis 2 von x plus Logarithmus zur Basis 2 von y. Auf die Art und Weise kann ich unangenehm zu berechnende oder abzuschätzende Logarithmen mir aufteilen. Am einfachsten ist es ja eben, wenn ich einen Logarithmus von entweder einer Ganzzahl habe oder wenn ich 1 durch eine Ganzzahl habe. Weil das sind dann wieder Werte, die ich einfacher berechnen kann. So, und dann gab es ja das Thema mit den Formeln bei der Entropie. Also Entropie heißt ja, dass wir H ausrechnen wollen. Und wir können dann zum Beispiel die Formel nehmen. Wir haben minus die Summe von i bis n über alle pi, also alle Wahrscheinlichkeiten mal Logarithmus zur Basis 2 der Wahrscheinlichkeit. Also Logarithmus zur Basis 2 von pi. So, das sagt ja dann nichts anderes aus, als dass ich eine Wahrscheinlichkeit mal Logarithmus zur Basis 2 von der Wahrscheinlichkeit habe und das mache ich für alle möglichen Ereignisse. Jedes Ereignis hat eine Wahrscheinlichkeit und ich mache für jedes Ereignis Wahrscheinlichkeit mal Logarithmus zur Basis 2 von der Wahrscheinlichkeit. Das Ganze summiere ich alles auf, setze eine Klammer drum und ein Minus davor. Welche Ereignisse habe ich denn und welche Wahrscheinlichkeiten haben diese hier in dem Beispiel? Wir gehen davon aus, dass die nicht noch mehr präpariert ist, die Münze, sondern irgendwie dann jetzt in dem Fall die normalen Fälle, dann wären der Rest. Ja, genau. Okay. Genau, das heißt, wir haben die Fälle Kopf und Zahl. Also wir haben eine Wahrscheinlichkeit von Kopf.
ein Zehntel aller Würfe ergibt Kopf, das heißt, die Wahrscheinlichkeit für Kopf ist ein Zehntel. Und die Wahrscheinlichkeit für Zahl ist dann der Rest. Und wäre damit dann 9 Zehntel oder 0,9. So, und natürlich die Frage, du hast recht, wenn die Münze noch mehr präpariert wäre, das müsste dann aber tatsächlich im Aufgabentext stehen, weil davon kann man dann nicht einfach ausgehen. Dann gibt es theoretisch ja zum Beispiel noch den Fall, dass die Münze auf der Kante stehen bleibt. Würde man aber bei so einer vereinfachten Aufgabe dann nicht ausgehen, weil da haben wir keine Aussage. Oder dann könnten wir keine Aussage treffen. Dann können wir die auch, ja, so. Wenn wir aber wüssten, dass die Münze so präpariert ist, dass jetzt auch noch 2 Zehntel aller Würfe auf der Kante stehen bleiben, dann hätten wir 1 Zehntel, 2 Zehntel und 7 Zehntel. Okay, so, das heißt, wir haben jetzt unsere Ereignisse. Wir können die Ereignisse aufsummieren. Wir haben 1 Zehntel mal Logarithmus zur Basis 2 von 1 Zehntel. Plus dann nochmal 9 Zehntel mal Logarithmus zur Basis 2 von 9 Zehntel. Also, und jetzt fängt man halt eben an und entweder kann man das Ganze im Kopf schon ausrechnen, oder, und das ist eher meistens dann der Fall, man muss dann nochmal gucken, wie man das vielleicht umformen kann, dass man das Ganze kann, vielleicht auch welche Hinweise man hat. So, was wissen wir? Wir haben 1 Zehntel mal, und jetzt versuchen wir mal so ein bisschen an die Logarithmen ranzukommen. Logarithmus zur Basis 2 von 1 Zehntel. Gut, das ist minus 3,3. Wie gesagt, wenn ich das jetzt nicht da oben stehen hätte, dann hätte ich gucken können, was ist denn erstmal überhaupt der Logarithmus zur Basis 2 von 10? Das wäre halt eben 3,3. Jetzt habe ich ein Zehntel, dann komme ich auf minus 3,3. Genau. Und dann das zweite ist, dass ich 9 Zehntel habe mal Logarithmus zur Basis 2 von 9 Zehntel. So, und das ist jetzt ein Fall, wo ich sage, okay, Logarithmus zur Basis 2 von 9 Zehntel. Vielleicht wisst ihr denn zufälligerweise, was das für ein Wert ist, vielleicht auch nicht. Ansonsten wäre hier eben die Möglichkeit, dass ich 9 Zehntel auseinanderziehe, mit Hilfe der zweiten Rechenregel. Das heißt, ich hätte Logarithmus zur Basis 2 von 9, was eine Ganzzahl ist, die kann ich wieder ausrechnen oder abschätzen. Und ein Zehntel, was ich zum einen gegeben bekommen habe oder auch wieder einfacher abschätzen kann als einen Bruch, wo ich dann ja eine etwas schwieriger zu schätzende Zahl habe. Also wäre das 9 Zehntel mal Logarithmus zur Basis 2 von 9 plus Logarithmus zur Basis 2 von 1 Zehntel. Und die Klammer am Ende noch schließen. Und dann habe ich 1 Zehntel mal minus 3,3 sind minus 3,3 Zehntel. Plus 9 Zehntel mal, jetzt muss ich die ganzen Logarithmen nochmal ausrechnen. Logarithmus zur Basis 2 von 9 ist, ja, Logarithmus zur Basis 2 von 8 hatten wir eben. Logarithmus zur Basis 2 von 8 wäre 3. 9 ist ein bisschen größer, das heißt, wir sind irgendwo über 3. Wir sind auf jeden Fall nicht bei 4, weil das wäre Logarithmus zur Basis 2 von 16. Wäre ja die nächste Zweierpotenz. Wir sind tendenziell eher an 8 als an 16, das heißt, wir haben irgendwo 3,2, 3,1, irgendwie sowas als groben Wert. Also das ist jetzt ein. Das ist jetzt ein geschätzter Wert, grober, grob abgeschätzt, weil wir ja keinen Taschenrechner zur Verfügung haben. Wäre aber an der Stelle völlig ausreichend. Und wir haben, ach so, nicht plus, sondern ein Zehntel im Logarithmus war ja minus 3,3.
Und dann kann ich das weiter zusammenfassen. 3,2 minus 3,3 ist ja minus 0,1. Das heißt, ich hätte im zweiten Teil 9 Zehntel mal minus 0,1, also wäre minus 0,9 Zehntel. Und dementsprechend habe ich minus 3,3 Zehntel minus 0,9 Zehntel. Was das gleiche ist wie minus 4,2 Zehntel oder 0,42. Und da die beiden Minusse sich aufheben, komme ich tatsächlich am Ende auf quasi nur das Ergebnis aus dem Bruch. Und 4,2 Zehntel wäre eben 0,42. Ohne dass ich jetzt unbedingt direkt das mit dem Taschenrechner machen müsste. Wenn ich jetzt nicht 3,2 geschätzt hätte für den Logarithmus zur Basis 2 von 9, sondern 3,1, dann hätte ich jetzt nicht 0,1 gehabt, sondern minus 0,1, sondern minus 0,2. Dann wäre ich auf minus 1,8 Zehntel, dann wäre ich ein bisschen auf einen anderen Wert am Ende rausgekommen. So. Aber für eine grobe Abschätzung an der Stelle auch okay. Also je nachdem von der Aufgabe. Du guckst noch so skeptisch die ganze Zeit. Habe ich dich irgendwo ab. Ich wollte nur, habe ich dich irgendwo. Okay, ne, nicht, dass ich dich irgendwo verloren habe. Genau, Logarithmen abschätzen ist in gewisser Weise schwer, aber deswegen meinte ich halt, wenn ich einen Logarithmus habe, zur Basis 2 von x, dann ist es das gleiche x hoch wie viel. Nee, Quatsch. Nicht x hoch wie viel, dann ist es das gleiche wie 2 hoch wie viel ergibt x. Das heißt, am besten guckt ihr halt eben von den Zweierpotenzen, wo seid ihr ungefähr und seid ihr dann eher bei, also seid ihr bei 2, bei 4, bei 8, bei 16, wo seid ihr da in der Nähe? Und seid ihr mehr bei der oberen oder der unteren in der Nähe? Also weil, ne, hier 2 hoch 3 wäre ja dann 8. 2 hoch 4 wäre 16. Und je mehr ich an der 16 bin, desto mehr bin ich halt bei irgendwie 3,8, 3,9. Je mehr ich bei der 8 bin, desto mehr bin ich irgendwie bei 3,1, 3,2. Das gleiche kann ich natürlich auch weiter vorziehen, also mit 2 hoch 5 gleich 32. Und wenn ich jetzt irgendwie Logarithmus zur Basis 2 von vielleicht 20 habe, dann wäre ich halt bei irgendwas mit 5, nee, nicht 5, 4, weiß nicht, vielleicht da 4, ja eher 4,1 wahrscheinlich bei 20. 4,1, vielleicht noch ein bisschen eine zweite Nachkommastelle, wenn ich es sehr genau schätzen will. Aber da ich eh schätze, mit einer Nachkommastelle bin ich dann schon gut dran. Also der Kern des Ganzen ist wirklich Logarithmus zur Basis 2 von x. Da steckt eigentlich die Frage dahinter, 2 hoch wie viel ergibt x? Und dieses wie viel hier, das Fragezeichen, das sollt ihr füllen. Das ist das Einzige, was ihr abschätzen können müsst. Gut. Gehen wir mal ein bisschen von Codierung eigentlich nicht. Also in der Codierungstheorie braucht man tatsächlich auch EMF. Auch wenn wir das nicht so ganz an der Stelle kennengelernt haben. Also RMF, das stand für. Wofür stand RMF? Wisst ihr das noch? Reed-Muller-Form. Genau. Reed-Muller-Form darf nicht. Ja, dürfen nicht so viele verschiedene Formen benutzt werden oder Rechenvarianten benutzt werden. Also viele Symbole sind einfach nicht erlaubt. Das Einzige, was in RMF erlaubt ist, genau, das war so das XOR, das ist erlaubt.
Ach, Moment, das mache ich mal lieber gleich auf einer neuen Ebene. Zack. Also erlaubt ist XOR, dann noch das AND. Und die logische 1. Das sind die drei Verknüpfungen, die erlaubt sind, außerhalb von unseren Variablen. Und dann gab es da ja noch so ein paar Berechnungshilfen, also für Umformungen. Erinnert ihr euch vielleicht? Wir dürfen zum Beispiel ersetzen, nicht a, denn nicht a ist das gleiche wie a XOR, oder? XOR 1. Außerdem können wir A oder B ersetzen. Das ist das gleiche wie A, XOR B. Ja, Entschuldigung, ich muss mal versuchen, hier ein bisschen sauber zu schreiben. So gut es geht. Also A, XOR B, XOR A, B. Und das Dritte, was wir manchmal dann eben auch berücksichtigen sollten, wäre, dass ich aus A, XOR A, also entweder gilt A oder exklusiv gilt das andere A. Das geht natürlich nicht, das schließt sich aus. Das heißt, das hätte dann den Wert 0 und würde damit dann rausfallen. Diese drei Rechenumformungsregeln, die wir dann haben. So, und wenn wir dann jetzt hier was haben, wie das hier oben, das heißt, wir haben f von x gleich x1 oder x, nicht x2 und x3. Dann stellen wir fest, wir haben hier ist ein AND, das wäre okay, aber wir haben hier oder und wir haben eine Negation, das dürfen wir beides nicht haben. So. Das heißt, was würden wir jetzt als Schritt machen? Ich soll meine Formel, die ich habe, in eine gültige Riemann-Mallard-Form umwandeln. Was sollte ich da vielleicht tun? Na, ich muss Dinge loswerden, die ich nicht in der Riemann-Mallard-Form haben darf. Das kann ich da zum Beispiel machen. Ja, das Not entfernen, das wäre möglich. Genau, ich will entferne die Negation. Wir gucken mal. Wir haben hier nicht x2. Das heißt, wir würden x1 oder, und jetzt müssen wir mal gucken, die Negation wird ersetzt durch der Wert selber, XOR X1. Also X2 war negiert, das heißt, jetzt haben wir X2, XOR 1. Nochmal die Klammer drum und das AND X3 bleibt. Genau, jetzt hätten wir die Negation entfernt und zumindest keine Negation mehr über. So, was können wir noch machen? Oder was würden wir als nächstes wahrscheinlich machen? Ich habe meine Startformel gehabt. Ich habe die Negation entfernt, dafür die Rechenregel hier oben angewandt.
Und jetzt habe ich hier noch das hier über. Was kann ich als nächstes tun? Nun, was habe ich hier noch drin in der Formel, was ich vielleicht auch loswerden will? Was ist hier in dieser Formel noch ungültig? Was darf nicht in der Riedmaller-Form sein? Das Oder muss weg, genau. So. Und im Endeffekt ist das ja so, dass das hier das gleiche ist wie in meinem Beispiel das A oder das B. Ne? Mehr ist es ja eigentlich nicht. Also ich habe ein Element oder eine Gruppe oder ein anderes Element oder eine Gruppe. Und genauso kann ich das dann auch behandeln, dass ich dann jetzt sage A oder B. Das heißt, ich habe einmal Teil A. Das ist das x1. XOR. Teil B. Das ist das hier in Klammern, also x2, XOR 1. XOR, das ist jetzt nämlich der letzte Teil hier aus der Umformungskette, XOR AB. Das heißt, ich muss jetzt beide Teile nochmal mit einem und verknüpfen. A war x1 und x2 XOR 1. Ne, das hier ist eben im Endeffekt AB. Das hier wäre dann das B. Und das wäre das A. Und damit hätte ich dann quasi A oder B ersetzt durch A XOR B XOR AB. Gut, und dann darf ich nicht vergessen, dass ich außerhalb der Klammer noch das X3 hatte. Und das noch einmal da entsprechend anfügen. Jetzt habe ich vom Grundsatz her noch nur noch gültige Verknüpfungen hier drin, nämlich XOR und AND. Aber ich muss auch gucken, das ist ja ein anderer Punkt von der Riedmaller-Form, dass ich im Endeffekt nur Terme, Basisterme habe, die verknüpft sind. Das heißt, ich darf nicht irgendwelche komplexen Sachen haben mit irgendwas mal irgendwas in Klammern, sondern es geht darum, Basisterme zu haben, die können aussehen wie 1 oder x1 oder x1, x2 oder x1, x3. Und die dürfen dann XOR verknüpft nur noch auf der obersten Ebene stehen, ohne dass ich hier irgendwelche komplexen Klammern habe. Das heißt, die Klammern muss ich auch noch loswerden. Und dann würde ich jetzt eben anfangen auszurechnen und zu gucken. Und zwar würde ich erstmal hier gucken, diese Klammer loszuwerden. Also wäre jetzt meine Empfehlung. Den vorderen Teil kann ich ja behalten. Das x1, xor, x2, xor, 1. XOR. So, und jetzt wird es spannend, das auseinanderzunehmen. Falls sich wer wundert, warum ich hier die Klammern rausgenommen habe, einfach aufgrund der Bindungsstärke kann ich sie dann weglassen, weil ich hier nur noch XORs habe, die miteinander verknüpft sind. So, und jetzt habe ich hier X1 und die Dinge in Klammern. Das würde ich dann ähnlich machen, wie wenn ich eine Klammer ausmultipliziere aus dem, wie ich es aus dem Mathematikunterricht von der Schule noch kenne vielleicht. Das heißt, ich habe x1 mal das erste und dann habe ich mein Rechensymbol dazwischen, x1 mal das zweite Element. Das heißt, x1, x2, dann mein Rechensymbol, das ist ein XOR.
Und dann x1 mal das andere Element, was dann die logische 1 ist. Und damit hätte ich jetzt diesen Term einmal ausmultipliziert. Und dann ganz am Ende muss ich die ganz große Klammer hier noch loswerden. Die darf hier nicht mehr sein. Also wie gesagt, ich darf keine Klammern am Ende mehr haben, wenn ich meine Riemann-Form habe. Nur noch XOR-Verknüpfung vom Basisterm. Das heißt nochmal alle Einzelelemente mal x3 nehmen. Und dann komme ich auf x1, x3. XOR, x2, x3. XOR 1, x3. XOR x1, x2, x3. XOR x1, 1, x3. So. Weiß einer, was ich jetzt noch machen müsste als nächsten Schritt, um das nochmal zu vereinfachen? Fällt euch was auf, was wir da nicht haben sollten? Ich habe jetzt erstmal vereinfachte Terme. Ich habe jetzt nur noch XOR-Verknüpfung zwischen Termen. Habe keine Klammern mehr, das ist schon mal gut. Ich habe keine Oder mehr, das ist auch gut. Ich habe keine Negationen mehr. Aber ich habe noch ein bisschen was Unnötiges dazwischen. Genau, wir können die Einsen streichen, das ist richtig. Im Endeffekt braucht eine 1 eigentlich nur überbleiben, wenn ich irgendwo ein XOR 1 habe, wo die 1 alleine ist. Oder keine Ahnung, wenn ich zwei oder mehrere Einsen habe, dann würde ich quasi alle bis auf eine 1 streichen. Wenn ich aber, wie jetzt in dem Fall, ein Term, wie beispielsweise x1 und 1 habe, dann ist das so viel wie einmal x1, dann kann ich die 1 auch streichen, dann ist sie auch unnötig. Genau richtig. Das heißt, ich würde jetzt alle Einsen mir angucken. Ich habe hier 1, x3. Da bleibt dann nur noch x3 über, weil das streichen wir mal ein bisschen sauberer. Und ich habe hier x1, x1. 1, x3. Das heißt, auch hier diese 1 ist nicht nötig, weil ich habe hier noch x1, x3. Die würde ich auch streichen. Damit hätte ich dann die Terme x1, x3, xor, x2, x3, xor, x3, xor, x1, x2, x3, xor, x1, x3. Bin fast fertig. Eine Sache fehlt noch. Ich darf noch was streichen. Was darf ich noch streichen? Wie bitte? Genau, x1 x und x3 kommt zweimal vor als Term. Das darf ich natürlich auch nicht haben. Also wir haben es einmal hier und wir haben es jetzt hier. Und wenn ich eine gerade Anzahl habe von dem gleichen Term, dann wie hier, also a x or a, komme ich auf den Wert 0, dann fällt das auch weg. Hätte ich eine ungerade Anzahl, wenn ich jetzt nochmal x1, x3 hätte, also x1, x3, xor, x1, x3, xor, x1, x3, würde ich einmal das behalten. Hier habe ich das aber zweimal, das heißt, das hebt sich gegenseitig auf. Und damit würden die beiden auch wegfallen. So, mein Ergebnis am Ende ist dann x2, x3. XOR x3 XOR x1 x2 x3. Okay. Damit hätten wir jetzt einfache Basisterme. Keine Klammern mehr, keine Oder mehr, keine Negationen mehr.
Ja, das ist das, was ihr machen müsst, wenn ihr eine Aufgabe haben solltet, wo ihr eine Formel in eine Riemann-Mallard-Form umformen sollt. Dann müsst ihr eben auch gucken, was müsst ihr davon loswerden. Habt ihr da Negationen drin? Dann guckt, dass ihr die Negationen entsprechend ersetzt. Habt ihr da Oders drin? Dann schaut, dass ihr entsprechend die Oders ersetzt. Und guckt dann, wie ihr das vereinfacht. Also sowas wie eben die Einsen raus, die da nicht mehr nötig sind. Und die Doppelung, sofern sie sich gegenseitig aufheben. Also guckt halt, ob ihr eine gerade oder eine ungerade Anzahl habt von einem Term. Und kürzt das dann entsprechend zusammen. Genau, die Rechenregeln, die hier oben, die solltet ihr euch dann auf jeden Fall auch merken. Gut. Warum ich die Klammer hier quasi rausgenommen habe, ja, weil es im Endeffekt keinen Unterschied macht, ob ich nur sage, ich habe x2, xor x1, und dann danach vergleiche xor x1, weil es alles exklusiv oder Geschichten sind. Das heißt, entweder gilt exklusiv das oder es gilt exklusiv das oder es gilt exklusiv das, und dann kann ich das auch entsprechend rausnehmen. Beim normalen Oder wäre das nicht unbedingt so einfach. Da müssen wir mal gucken. Gut. RMF. Erinnert euch, wir hatten auch sowas wie DNF und KNF, also disjunktive Normalform, konjunktive Normalform. Das würde ich sagen, das gucken wir uns dann lieber eher nächste Woche nochmal an, zusammen mit anderen Themen. Dazu komme ich dann später nochmal, was ich für nächste Woche sonst noch auf dem Zettel hätte. Und wir gucken uns dafür heute nochmal das Thema kurz hier auf. Hamming-Distanz und Bitfehler. Okay, ja, genau, also für die Aufzeichnung und für online, genau, hier war nochmal die Rückfrage. Ich hatte hier die drei Elemente, X, OR, AND und 1 als einzige erlaubte Elemente geschrieben. Und genau, es gibt die implizite Schreibweise des AND. Also wenn ich das mir hier anschaue, dann taucht das an vielen Stellen hier implizit auf. Und dadurch, dass das AND halt eine ja, so diese starke Bindung hat, darf ich das dann weglassen in der Schreibweise und muss nicht wie das Oder das entsprechende Symbol eintragen. Also überall, wo ich jetzt grün markiert habe, außer ich habe irgendwie einen vergessen, mal gucken, überall, wo ich grün markiert habe, haben wir auf jeden Fall hier jetzt ein AND dazwischen. Achso, da natürlich auch. So, haben wir vergessen. Ja, genau, da wäre auch noch eins dazwischen. Genau, und die kann ich halt zur Verkürzung der Schreibweise eintragen, damit ich dann nicht irgendwie hier überall sowas wie x2 und x3 schreiben muss. Und dadurch wird es dann halt nur noch länger und noch komplizierter. Also das darf ich halt weglassen, genauso wie ich ja auch bei normaler klassischen Mathematik so ma Sachen machen darf wie 3 mal 4 plus 2. Und dann das Mal vor der Klammer auch weglassen kann. Das ist das gleiche Prinzip im Endeffekt. Soweit, so gut? Gut. Genau, dann also nochmal zum Thema Hamming-Distanz. Kann mir jemand sagen, was die Hamming-Distanz des Codes da oben ist? Oder wonach ich gucken muss, wenn ich die Hamming-Distanz herausfinden will?
habe mehrere Codewörter und ich soll die Hamming-Distanz rausfinden. Irgendwas, was noch hängen geblieben ist, was ich dafür brauche, was ich dafür gucken muss. Es gab, ja, das hat jetzt da nicht, also es gab auch noch mal was mit Prüfziffern, das ist aber nicht für die Hamming-Distanz eines beliebigen einfachen Codes jetzt hier nötig. Also du hast recht, es gab noch eine Aufgabe, die da ein bisschen noch einen anderen Fokus hatte in dem Bereich. Fällt euch vielleicht noch ein anderer Begriff für Hamming-Distanz ein? Hat was mit Abstand zu tun. Ja, also im Grunde ging es um den Minimalabstand, den wir haben von einem Code. Und dafür gucken wir uns an, was sind die Abstände zwischen zwei Codewörtern. Also vom ersten zum zweiten Codewort habe ich einen Abstand von 3 Bits, die sich ändern. Vom zweiten zum dritten habe ich einen Abstand von 3 Bits, die sich ändern. Vom dritten zum vierten 1, 2, 3, nee, 3 Bits, die sich ändern. Habe ich mich hier selber gerade vermalt. Da wäre der nächste. Von 0110 zu 1000 wären es auch wieder 3. Und dann habe ich hier nochmal vom vorletzten zum letzten auch einen Abstand von 3. Das heißt, unsere Hamming-Distanz wäre der Abstand 3. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich ungleiche Abstände habe und dann gilt eben, es geht um die Minimaldistanz. Wenn ich Abstand 2, Abstand 3 habe, würde ich halt auf Abstand 2 dann kommen. Ja, also Hamming-Distanz eines Codes, guckt euch an, was ist der Abstand oder zwischen zwei Codewörtern, wie viele Bits ändern sich dann da jeweils, was ist der Minimalabstand? Es geht immer um den Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Codewörtern. Genau, ja, danke für die gute Frage. So, jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen weiter treiben und wir können einen Code haben, wo die Hamming-Distanz vorgegeben ist. Also wir haben jetzt nicht die Codewörter explizit, aber wir wissen, dass die Hamming-Distanz 9 beträgt. Nicht 3 wie hier, sondern 9. Also tatsächlich 9 Bit von einem Codewort zum nächsten sich jeweils ändern. Und da gab es dann die Möglichkeit, daraus zu sagen, für diesen Code, welche Bitfehler können erkannt und welche können korrigiert werden. Wisst ihr noch, was da für eine Formel dahinter steckte? Genau, also vom Grundsatz her auf jeden Fall richtig, es können weniger korrigiert werden als erkannt. Genau, d-1, also d ist auch die Hamming-Distanz. D-1 können erkannt werden. Das heißt, wir hätten hier 9-1 gleich 8 Bitfehler, die erkannt werden können. Und für Korrigieren ist es weniger, hängt auch wieder von der Hamming-Distanz ab. Es ist nämlich d-1 halbe. Das heißt, wir hätten hier 8 durch 2 gleich 4, die korrigiert werden können. Erinnert euch, ich glaube, wir hatten da auch, da war irgendwie diese
Rechteckgeschichte oder Quadratgeschichte mit irgendwie Codes und wir hatten dann die Hamming-Distanz daraus geguckt und hatten festgestellt, dass wir, ich glaube, was war das? Wir hatten, ging um 1, 2, 3, 4-Bit-Fehler. Ich weiß es nicht, welche genau in den Hausaufgaben alle abgefragt waren. Und auch da war halt erkennen, kann man halt eben noch mehr als korrigieren. Und je größer die Hamming-Distanz ist, ja, desto mehr schlägt halt auch zu, dass wir einfach relativ wenig korrigieren können. Wir können erkennen, dass der Code, die Übertragung falsch ist, also das Codewort falsch übertragen wurde, aber wir wissen halt nicht, an welcher Bitstelle, das ist ja eigentlich die Kernfrage, an welcher Bitstelle der Fehler dann ist. Gut, dann würde ich sagen, ein Thema noch für heute, dann soll es auch für heute erstmal reichen. Haben für nächste Woche dann immer noch genug Themen. Schauen wir nochmal an. Thema Shift statt Multiplikation. Also auch hier wieder, dass wir etwas ersetzen sollen. Shift statt Multiplikation. Erlaubt ist Shiften, positiv, also Plus und Minus, irgendwelche Berechnungen. Und ich soll die Berechnung Y gleich 30 mal X durchführen. Wir erinnern uns, dass ein Shift um n Stellen das gleiche bedeutet wie, also wenn ich x um n Stellen shifte, ist es das gleiche wie wenn ich x mal 2 hoch n rechnen würde. Das heißt, ich muss jetzt überlegen, wie ich meine Multiplikation umschreibe, sodass ich das in einer Form habe, die hier oben dem entspricht, mit Potenzen, um dann daraus meinen Shift direkt ablesen zu können. Hat da jemand von euch vielleicht einen Vorschlag? 30 mal x so umschreiben, dass ich da mit Potenzen das habe, um dann meine Shifts daraus ablesen zu können. Wie bitte? Das ist mal 30 mal x. Genau, den Faktor 30 kann ich in Zweierpotenzen aufteilen. Also, das wäre ja das gleiche wie. Ah, sehr geschickt, genau. Das gleiche wie 32 minus 2 mal x. Dann brauche ich tatsächlich, habe ich nur zwei Zweierpotenzen. Ich könnte natürlich auch Zweierpotenzen addieren. Dann hätte ich 2 hoch 4, 2 hoch 3, 2 hoch 2 und 2 hoch 1. Hätte ich aber vier verschiedene Potenzen. Auf die Art und Weise habe ich tatsächlich nur zwei. So, das wäre ja das gleiche wie 2 hoch 5 mal x. Plus 2 hoch 1 mal x. Was würde das für meinen Shift bedeuten? Welche Shifts brauche ich dann, wenn ich 2 hoch 5? Achso, das habe ich plus geschrieben, das ist natürlich minus, Entschuldigung. 2 hoch 5 mal x minus 2 hoch 1 mal x. Welche Shifts brauche ich dann an der Stelle? Guckt euch sonst noch mal an oben. Um wie viele Stellen shifte ich meine Zahl? Und wo finde ich das jetzt in meiner Potenzschreibweise wieder? Welche Shifts brauche ich dafür?
Nun gucken wir mal, ne? Von der Schreibweise x mal 2 hoch irgendwas, also 2 hoch n. Das heißt, die Potenz ist n. Und n ist der Wert, um den ich x shifte. Das heißt, ich muss hier unten bei meinen Potenzen gucken, welche habe ich gewählt. Und x ist das, was geschiftet wird. Und zwar um die Potenz, die ich gewählt habe. Das heißt, ich habe im vorderen Fall Potenz 5. Das heißt, ich werde um 5 Stellen shiften. Was shifte ich? Ich shifte meine Variable x. Die bleibt ja bestehen. Das ist die erste Potenz hier vorne, umgeschrieben in den Shift, die Multiplikation. Und davon ziehe ich die zweite ab, die zweite Multiplikation mit Hilfe der Potenzschreibweise. Hier ist es 2 hoch 1. Das heißt, ich shifte um eine Stelle. Ich shifte immer noch das x. Und das ist das, was ich halt von der ersten abziehe. Das heißt, statt 30 mal x würde ich einmal x links shift 5 machen minus x links shift 1. Genau, das eben mit der Variante aus 2 hoch 5 minus 2 hoch 1. Andersrum wäre, wie gesagt, auch erlaubt gewesen, natürlich oder möglich gewesen, einfach die Potenzen so lange, Zweierpotenzen so lange so zu summieren. Also 2 hoch 4 plus 2 hoch 3 plus 2 hoch 2 plus 2 hoch 1. Und dann hätte ich entsprechend 4 Shifts gehabt dafür, die ich dann addiert hätte. Gut. Ja, wir haben jetzt mittlerweile auch 8:30. Dann würde ich sagen, sollte es das auch für heute erstmal gewesen sein. Für nächste Woche habe ich auf der Liste unter anderem, also auch wegen der Rückmeldung, die ich gekriegt hatte, aber auch insgesamt von dem, was ich gerne einfach mit euch wiederholen würde, für nächste Woche, dass wir nochmal eine Aufgabe haben, wo wir KV-Diagramme brauchen, also vielleicht irgendwas, was von einer Textaufgabe in Richtung Schaltungsdesign geht, DNF machen, KNF machen, Minimierung vom KV-Diagramm. Ich glaube, das Thema Zustandsdiagramm lässt sich da auch ganz gut mit verbinden. Genau, dazu dann, wenn wir schon Schaltung haben, vielleicht auch noch Thema Impulsdiagramme und was sind eigentlich Hazards. Dann haben wir noch Bäume, die wir heute ausgelassen haben, also sowas wie BDD und ROBDD. Also wie komme ich denn eigentlich zu einem Reduced Ordered Binary Decision Diagram? Adressmaschinen sollten wir uns nochmal eine angucken, ob wir uns 0, 1, 2, 3 Adressmaschinen alle angucken oder nur einen Teil, müssen wir mal schauen. Und vielleicht gucken wir nochmal auf den Assembler-Bereich, aber das eher kürzer, hätte ich gesagt. Das wären so Themen, die habe ich auf jeden Fall schon mal auf der Liste für nächste Woche. Wenn ihr sonst noch was haben wollt, dann könnt ihr es mir auch schreiben, entweder halt an die E-Mail-Adresse, die auf der TAMS-Webseite von der Veranstaltung ist, oder wie ich schon letztes Mal sagte, sonst schreibt es mir meinetwegen auch an rsb@dualj.de, dann kriege ich es auch. Hierzu noch eine Frage? Ja? Okay, arbeiten wir hier nur mit ganzen Zahlen, können wir negative Exponenten haben. Also du musst ja erstmal um die gewisse Anzahl Stellen shiften können. Das heißt, du wirst zumindest kein ich shifte um 3,5 Stellen haben können. Du musst ja immer um ganze Stellen shiften. Ansonsten negative Exponenten. Zwei hoch minus 1, das Shiften, genau, das Shiften wäre dann eigentlich in die andere Richtung. Wenn ihr aber nur Linksshift erlaubt habt, dann wäre das schon ein bisschen, dann geht das ja wieder nicht. Tut mir so ein bisschen im Bauch weh. Also dein Vorschlag. Ja, also eigentlich sind wir hier mit positiven Zahlen unterwegs. Ich weiß, du willst quasi sagen, dass wir ein x Linkshift 1, nee, minus 1 machen. Was ja eigentlich, also x Linkshift 1 wäre ja so viel wie ich mache x Re Rechtshift 1. Also x Linkshift minus 1, so wie x Shift Rechtshift 1.
Und in der Theorie wäre das zwar möglich, aber der Shifter, also das Arbeiten des Shif eines entsprechenden Shifters, des Hardware-Teils, wäre ja, dass wir die ganzen Bits einen nach links schieben. Du müsstest dann quasi alle Bits und allen Strom in die andere Richtung dann schieben. Also da brauchst du eigentlich ein anderes Hardware-Teil für. Das heißt, in der Theorie könntest du es machen, aber in der Praxis, Gott, ich hoffe, ihr kriegt keine Aufgabe damit. Ja. Ne? Also eigentlich bräuchtet ihr dann eben dann den entsprechenden Rechtsshift, dass ihr das damit nach rechts shiften könntet. Oder es müsste ein Rotate sein, dass ihr so viele Stellen rotiert, dass ihr dann quasi eine Stelle rechts daneben wieder rauskommt. Ne? Also wenn ihr so viele Stellen habt, dass ihr, wenn ihr 8 Stellen rotieren würdet, einmal komplett rumrotiert werdet und ihr würdet stattdessen 7 Stellen rotieren, dann wärt ihr quasi ein rechts davon gelandet. Beispielsweise. So. Ob das im Programmcode akzeptiert wird, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir so jetzt auch nicht sagen. Das müsste man dann vielleicht tatsächlich mal ausprobieren. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass es akzeptiert wird, je nachdem, ob irgendwer genau diesen Fall einfach mal einprogrammiert hat. Aber dann würde auf Hardware-Ebene das natürlich wieder umgeswitcht werden. Also es kann sein, dass halt dann durch Kompilieren und es Code rausbauen und Maschinencode rausbauen, das eventuell optimiert wird in die andere Richtung. Gut. Ja, dann, wie gesagt, erstmal eine schöne Woche und wer Lust hat, gerne nächste Woche nochmal dazu, nochmal reinschauen. Auch noch irgendwie, ja, wenn ihr Wünsche noch habt zu dem, was ich eben gesagt habe, das ist das, was ich auf jeden Fall auf der Liste habe, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Wenn ihr was Bestimmtes noch habt, dann schreibt es mir. Ansonsten eine schöne Woche und ja, bis nächste Woche oder viel Glück bei der Klausur.